Hallo, willkommen. Ich bin auf dem Platz, auf dem Schlossplatz hier in Lüttelsburg und werde die ersten 9 spielen. Und mein Ziel ist, einstellig Golf zu spielen. Das heißt, 4 über Par oder besser. So vielleicht ist eine Runde unter 80 oder ein Handicap unter 10 dein Ziel. Hoffentlich wird dieses Video dir helfen, dein Ziel auf dem Platz zu schaffen. So, schönes Spiel. So, das erste Loch ist ein kurzes Par 4 mit Wasser hinten rechts. So, Eisen 4 ist der Schläger. Ich würde sagen, das Wichtigste beim langen Eisen ist zu akzeptieren, dass der Ball nicht unbedingt weit fliegen wird, wie ein Driver oder Holz. So, achte auf Tempo, Rhythmus. Und du wirst von der Genauigkeit dieses Schläges profitieren. Flach oder hoch? Ich denke, mach das einfach nach deinem Gefühl. Wenn du dich gut fühlst, spiel ihn hoch. Aber natürlich schlechte Lagen, unter Druck, da ist der Chip and Run unschlagbar. Man kann beim Golfen auch zu vorsichtig sein. Die ersten 2 Löcher sind einfach und für mich ist es Zeit, richtig anzugreifen. Dieses kleine Loch ist ein meiner Lieblingslöcher hier in Lüttelsburg. Das Grün ist recht schmal, der Ball muss aber über viel Wasser fliegen. Man möchte natürlich nicht zu kurz schlagen und genau die richtige Entfernung zu finden, also den richtigen Schläger und richtige Tempo, ist schwierig. Und jetzt habe ich leider eine doofe Lage. Mit dem Pitch war ich eigentlich sehr zufrieden. Der Fehler war der erste Schlag. So, jetzt kommt wahrscheinlich mein bester Schlag des Tages. Par 5 Abschlag, das viel Gefahr, viel Carry ist verlangt. Und mein einziger Gedanke war, den Schläger vor mir beim Abschwingen zu lassen, damit ich ihn nicht nach rechts blockiere, wo die ganze Gefahr ist. Eisen 5 habe ich für den zweiten Schlag verwendet, was absolut ausreicht. Weil bei solchen leichten Semiraff-Lagen hat man leichten Flyer und wirklich gute Länge. Für mich bei diesen Pitches ist das Schlimmste, was passieren kann, ein fetter Schlag. So, um das zu vermeiden, achte ich sehr auf Tempo und lockere Hände. Ich möchte, dass der Schläger sogar meine Hände überholt. Dieses Loch ist schwer und wenn du schaust bei der Vorbereitung, gucke ich lange auf den Ball und nicht zum Loch. Das heißt, ich versuche, mich auf meinen Schwung zu konzentrieren und nicht auf das, was mich erwartet. So, jetzt wirst du sehen, wie ich einen Ball ins Aus schlage. Das Ding ist, ich habe mich total gut gefühlt während des Schwunges. Meine Schulter sind viel zu weit nach links ausgerichtet. Da ist ein Slice prädestiniert.
So, jetzt stehe ich unter Druck. Ich muss irgendwie einen Bogey retten. Habe aber leider nach einem guten Fairway-Eisen 4-Schlag den Bunker gefunden. Ich konnte in dieser Lage nur an Bryson DeChambeau denken. Und mein Ziel war, den Punkt knapp hinter dem Ball so genau wie möglich zu treffen, mit genügend Geschwindigkeit. Da die Kante nicht so hoch war, konnte ich mein Gap Wedge statt Sandwich nehmen. So, ja, dieser Schlag hat Spaß gemacht. Vielleicht fragst du dich, warum nimmt er jetzt ein Eisen an einem Par 5? Ich denke, das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist für viele, viele Golfer. Vor allem für die, die Handicap unter 10 erreichen möchten. Es würde mir gar nicht bringen, Driver zu nehmen. Und wenn ich Driver nehme, muss ich viel riskieren. Das ist eng, das Loch. Weil mit dem zweiten Schlag komme ich ganz sicher nicht aufs Grün. Das Grün ist in Inselgrünen viel zu eng. So, das ganze Loch geht um den dritten Schlag. Den Ball einfach in die richtige Position, einen schönen vollen Pitching Wedge ins Grün zu haben. Und das habe ich geschafft. So, es ist egal, wie lange du Golf spielst. Dieser Schlag ist schwer. Die Landefläche ist klein. Da ist Wasser. Ich muss irgendwie das Par hier schaffen. Und Tendenz ist immer, den Schläger zu festzuhalten und zu hart zu schwingen, was immer einen steilen Divot verursacht. So, ich denke voll an Tempo. Bei dem Chip habe ich leider den Schläger etwas zu fest, zu lange gehalten und nicht Bounce verwendet. Solche Situationen passieren uns allen und es ist für mich Zeit zu kämpfen. Drei Paar bin ich, ich brauche zwei Paars und mein Ziel ist, Greens in Regulation zu treffen. Hab ein bisschen Glück hier gehabt. Mein Ball ist genau zwischen die zwei Bunker geflogen. Ich denke, dass dein Plan B-Schläger, dein Holz 5, Holz 7, Driving Iron, wahrscheinlich der wichtigste Schläger in deiner Tasche ist. Weil je mehr du deinen Ball aus Fairway bekommst, desto bessere werden deine Chancen sein, konstante Golf zu spielen. So, falls du bis zum Schluss geschaut hast, ich hoffe, dass du es genossen hast. Wie du sahst, es war nicht alles perfekt, aber ich habe mein Ziel erreicht. So, durch einigermaßen gutes Kursmanagement macht es unser Ziel, einstellig zu werden, möglich. Danke für das Zugucken. Falls diese Art von Video dir gefallen hat, wenn du möchtest, dass ich weitere solche Platzvideos mache, dann bitte sag Bescheid unten in den Kommentaren. Tschüss!